What's up? We are Radio Jam. And wir sind zu sechs. An der Gitarre Andrea, das Sax spielt Anton, unser Bassist ist Doggy, der Keyboarder ist Marka, die Sängerin Cat. Und ich bin der Schlagzeuger, also mein Name ist Nesho. Also der Name war Vorschlag unseres damaligen Bassist, also der Alex. Vor 3 Jahren haben Marka und ich mit noch einem dritten Band gegründet und wir kennen uns noch aus Bosnien. Seitdem haben wir viele Musiker kennengelernt und entschieden, die Band zu erweitern. In der Konstellation spielen wir seit einem Jahr. Also ich bin erst viel später dazugekommen, aber ja, war ein cooles Erlebnis. Also du hast mich eingeladen, vorzusingen sozusagen, meine Probe, und das hat gepasst und das war super. Für mich persönlich das erste Mal, dass ich eine richtig geile Band bin, wo da richtig Gaudi auch abgeht, muss ich sagen. Also ja, macht Spaß. Okay. Wir haben viele verschiedene Einflüsse, da wir alle bei unterschiedlichen Projekten waren und von der Folkmusik über Rap bis zur Klassik gespielt haben. Also wirklich alles. Positive Vibes, gute Laune, energisch und Spaß an der Sache. Bei Radio Jam schreiben die Texte eigentlich wir alle und das finde ich auch das Coolste an uns, weil wir einfach so viele Einflüsse haben. Und ich meine zum Beispiel, ich schreibe sehr viel Rap und sehr viel Raga und sehr viel so Power-Musik und wir haben aber auch dieses Contemporary-Stil und auch fast Mainstream, aber auch kommerziell und also sehr viele Stile schreiben wir. Der Gitarrist schreibt, Andrea, Marco schreibt, der Klavierspieler auch übrigens eine Bombenstimme hat. Und ja, wir schreiben uns irgendwie alles zusammen. Aber wir haben noch nicht das auf der Bühne gemacht, aber das wird verwirklicht sehr bald. Also wir freuen uns alle drauf, unsere Texte vorzustellen. Ja. Ja, wie ist es als Frau? Genauso gut wie es als Mann ist, nehme ich an. Ich meine, in der Musik zählt kein Geschlecht. Das ist jetzt nicht etwas, das so bahnbrechend anders ist. Natürlich, das hat vielleicht eine andere Energy-Vibe, aber wir sind alle auf einer positiven Energie, alle auf einer guten Schwingung. Und das macht jetzt nicht viel aus, außer dass ich die Einzige bin, die sich schminkt vor einem Auftritt. Ich glaube, das war es auch. Es war eine Band, ja. Vor den Konzerten haben wir schon, also Aufregung würde ich jetzt nicht nennen, aber eine gute, positive Spannung, sagen wir so. Und Rituale, ja. Bier trinken, tanzen. Gar nicht. Ritual, ja. Radio Jam, 7th of April.